Hallo zusammen und willkommen zum 7.12.2013. Noch 2013. Ja, 7.12. ist heute. Und Nikolaus war gestern. Wow, ich kann zählen. Unglaublich. Und heute fragt ihr euch vielleicht, Alter, wie sieht denn der Balui aus? Was hat der denn da an? Ja, ich bin gerade kurz auf dem Sprung, weil ich jetzt gleich mein Büro renovieren muss. Und hab gedacht, vorher will ich aber unbedingt das Video für euch noch fertig machen. Und dafür jetzt extra wieder umziehen, das macht ja gar keinen Sinn. So sieht man halt aus, wenn man arbeitet. Aber nur, wenn ich nicht im Büro bin, sondern wenn ich irgendwas renoviere. Weil eigentlich habe ich ja einen Bürojob. So, jetzt aber die 7 zum Frühstück. Die 7, immer sehr schön. Eine Trompete. Nam, nam, nam. Wie viele Leute mir schon geschrieben haben, Balu, ich habe den gleichen Adventskalender. Das ist cool. Der schmeckt auch sehr lecker. Ich muss mal aufpassen, dass ich den nicht auf einen Schlag aufesse. Toll, Katze. Was hast du denn jetzt dabei gedacht? Die nimmt mein Regal auseinander. Ja. Aber ich wollte euch noch was Spezielleres zeigen. Und zwar haben mich ganz viele Leute gefragt, sag mal, wie nimmst du eigentlich immer mit deinem 3DS auf? Das, ich komme ein bisschen näher, ist ja der 3DS. Kennt ihr. Das ist die Rückseite vom 3DS. Die sieht etwas verformt aus. Und das liegt daran. Seht ihr das? Da ist ein USB-Anschluss. Ich hoffe, die Kamera stellt das dahin scharf. Ein USB-Anschluss oben drüber, über der Beule. Ich würde das jetzt gerne aufschrauben und euch zeigen. Aber hier kommt dann ganz einfach ein USB-Kabel rein. Zack. Und das Ende in den PC. Und dann kann ich aufnehmen. Da ist also nichts anderes. Ja, ich habe jetzt ganz normales Menü, ganz normales, was heißt Menü? Ah, ich habe schon das Spiel gestartet. Egal. Mit dem Spiel hat es nämlich was auf sich. Und zwar habe ich leider für heute keinen Gast und kein Gedicht oder kein Lied. Aber vielleicht morgen, wer weiß. Für heute habe ich auf jeden Fall ein Spiel mal alleine gespielt, was ich früher ziemlich gut konnte. Und zwar Mario Kart 7 auf dem 3DS. Wie ich abgeschnitten habe, könnt ihr jetzt leider sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und auf geht es gegen Gegner, wo ich keinen Plan habe, wie gut die sind. Und ich habe auch keinen Plan mehr, welche Map gut war. Ich weiß, Regenboulevard hat alle abgesackt und deswegen alleine nehme ich die. Ich habe nur keinen Plan mehr, wie gut ich in diesem Spiel bin. Schau mal, ich habe also das Standard-Card. So viele habe ich nämlich gar nicht. Aber wir gucken mal, was bei rumkommt. Jetzt wahrscheinlich meint sie, wird so lachen. Nie DS, DK Alpin, also vom alten DS. Die müsste ich sogar eigentlich noch ganz gut kennen. Ich weiß nur nicht mehr, also ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Ob ich überhaupt nur einen Ansatz, eine Chance habe. Wir werden sehen. Turbo-Start, kriege ich den wohl noch hin? Oh yeah! Das kann ich noch. Und strafen und Boost holen. Müssen wir gerade mal gucken. Windschatten fahren? Jawoll. Aua. Nicht vor der Wand fahren. Mann. Balui, was machst du? Nein, da ist eine Wand. Och Mist. Habe ich gesagt, ich kann das? Ich kann das überhaupt nicht mehr. Ach ja. Ja, toll, Balui. Fahr doch in alles rein, was da nicht nied- und nagelfest ist. Wieso gibt es hier eigentlich Münzen? Habe ich auch keinen Plan mehr. Yay. Ah, gib mir ein gutes Item, gib mir ein gutes Item. Was ist an gutem Item nicht zu verstehen, ne? Mist. Okay, ich habe aber einen getroffen. Okay, das bringt mir mehr Vorteile als den anderen. Ich bin nämlich Vorletzter. Toll. Super. Alter, wie ich dieses Spiel einfach... Was bin ich denn für ein Kacklappen? Komm hier, warte mal, die haben wir noch gespielt. Yay, mit Stunt, amazing. Oh, oh, nicht rausfliegen. Oh, nein, ich fahre den Schneemann. Nein. Aua, oh Mann. 7., 6. Ich muss mir unbedingt mal hier ins Mittelfeld gelangen. So geht das aber nicht. Aua, da war eine Wand. Oh Mann, lass mich doch mal vor. Hey, hallo, ich nehme auf. So, jetzt aber hier, jetzt gibt's hier Dauerspeed. Oh nein. Boah, ganz knapp. Speed. Nein, es ist zu früh ausgelaufen. Hat er gerade mehr Miau gemacht? Das ist doch keine Mieze.
Habt ihr gesehen, die fahren da alle immer oben drüber. Mach ich da was falsch? Ach, ich bin schon wieder Vorletzter. Ach, Letzter. Ja, danke. Ach, ihr Penner, wisst ihr? Nur noch nicht mein Item mitgenommen. Ich bin noch ein Lappen. Okay. Blödes Adventskalender-Türchen. Ich kann ja gar nichts in diesem Spiel mehr. Warum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das zu spielen? Krieg ich Rakete? Krieg ich Rakete? Nein, ich kriege... Aber egal, das wird den ersten Ultra absacken. Diesen blauen Panzer ist ja echt der coolste. Oh, letzte Runde. Letzte Runde. Ja, mal gucken. Ich will nie Letzter werden. Das wäre ja ultra peinlich hier. Wenigstens den da vor mir. Komm, gib mir doch... Warum kriege ich immer noch so Ranz-Items? Wenn die anderen hinten sind, da kriegen die immer... Rakete, noch eine Rakete. Und noch eine Rakete. Immerhin bin ich nicht mehr Letzter. Auch nicht mehr Vorletzter. Jetzt kriege ich eh keine Rakete mehr. Pff. Wow. Warte, hier drüber. Jump, everybody, jump now. Und jetzt noch ein Item. Nein! Och, Balui, Alter. Ist echt nicht, also... Liegt bestimmt am Aufnahmemodul. Ja, ja. Nein, 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 nein. Ich habe nein gesagt. Jawohl, jetzt noch hier so einen krassen Pilz. Nein, dein Ernst, nein, dein Ernst, dein Ernst. Nein, ich bin Letzter, nein. Ach, fuck off, Alter, ist das eine Scheiße. Boah, Letzter. Ach nee, da war noch ein Achterspieler. Ich war mal richtig... Ach, guck mal, was da für Leute bei sind, ey. Evil Joe mit 5118. Komm, ein Rennen machen wir noch. Das lasse ich nicht so auf mir sitzen. So schlecht bin ich in dem Spiel gar nicht. Das ist einfach nur, wenn man eingerostet ist. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Mann, gibt's doch gar nicht. Könnte mich in die Hand beißen, könnte ich mich jetzt gerade. So ein Müll. Los, such mir ein Rennen raus, schneller. Ich glaube, ich bin zu schlecht für die, deswegen haben die mich rausgeschmissen. Ja, ich überbrücke mal eben die Wartezeit und cutte das hier. Bis gleich. Ne, es sind doch die gleichen Leute. Ich musste da gar nichts überbrücken. Egal, wir machen nochmal Regenbogen-Boulevard, weil es so lustig ist. Mal gucken, was gewählt wird. Wäre doch mal ganz witzig. Nur wieso ist dieser eine, Alter, mit 5100, der ist viel zu hoch für uns. Das ist wahrscheinlich ein Nintendo-Entwickler oder so, ey, so ein Lappen. Vielleicht ist er ja auch super berühmt und ich weiß es nur nicht. Wie Luigi, wie alle fast nur die klassischen Sachen nehmen und nicht diese neuen Gebiete. Und wir bekommen Regenboulevard, aber das neue, oh nein. Oh nein, oh nein. Mal gucken, wie gut der Balui da drin ist. Wenn ihr auch mal gegen mich Mario Kart fahren wollt, müsst ihr mir das mal schreiben. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal aus Spaß einfach gegeneinander spielen. Ob ich oh, jetzt habe ich auch noch den Start verkackt, weil ich so viel Scheiße laber die ganze Zeit. Aber die Musik ist hier gut. Bisschen laut, aber gut. Oh, oh. Jump! Everybody jump now. Balui ist Vierter, Balui ist... Vierter, immer noch. Balui ist Dritter. Was ist da denn kaputt? Balui ist Vierter. Nein. Und ich hab Lüt, 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 Lüt. Das ist eine lustige Map, finde ich. Und irgendwie bin ich hier drin besser als in der vorhin. Vielleicht weil alle anderen, die immer nie spielen, sowas. Treffe ich ein, treffe ich ein, treffe ich ein. Jawohl, ins Gesicht. Aua, nein, nicht mich. Was macht denn dieses Ding? Ah, ich kann ihn schlagen. Habe ich den gerade wirklich runtergeschraubt? Aua. Alter, was war das denn für eine Stärke? Nein, ich bin wieder Sechster. Verzieht euch. Wuhu. Miau, miau. Skidush. Fünf. Da ist das Ganze. Habe ich den gerade runtergeschubst? Ah. War Louis so fies. Warte mal, hier konnte man strafen und dann... Wow. Und dann durchfliegen, dann kriegt man nochmal einen Boost. Jetzt habe ich eine 7. Was macht das denn? Was ist denn bitteschön das? Nein, jetzt verliere ich einen Scheiß. Nein! Das habe ich noch nie gesehen gehabt. Habe ich das hier überhaupt jemals mal gespielt online? Ich bin da gerade irgendwie nicht so sicher. Wow, wow, fuck, fuck, oh, fuck. Ach, scheiße.
Hier geht's weiter, oder? Hier bin ich doch jetzt vollkommen am Arsch der Heide. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh nein. Sind die das alle da vor mir, oder? Hä? Was habe ich gemacht? Ach, das ist keine Rundstrecke, das ist eine gerade Strecke, wenn ich das richtig sehe. Wow, da wird einem ja schlecht hier. Wow, 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 wow. Wo fliege ich hin? Okay, habe ich vorhin gesagt, ich kann diese Strecke voll gut. Ich glaube, ich habe mich da irgendwo vertan. So, jetzt aber... Wieso kriege ich nicht diesen Flugmantel? Okay, ich glaube, ich habe Ultra dieses Spiel, diese Runde habe ich sowas von verhunzt. Ich glaube, schlimmer geht's gar nicht mehr. Oh nein, warum habe ich das überhaupt gewählt zum Aufnehmen? So, jetzt bin ich schon mal nicht mehr letzter. Aber schwacher Trost nur, wenn ich da sowieso wieder runterfahre. Oh, meine Güte. Malui, was machst du denn hier? Das hält ja keiner im Kopf aus. Yay, siebter, nicht letzter. Yay, yay. Okay. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich bin einfach zu schlecht in Mario Kart. Das liegt aber auch nur daran, weil ich immer gegen so Profis kämpfen muss, okay? So, und dann war es das auch schon wieder und ich gehe zurück zum Sofa. Bis gleich. Mann. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben. Aber eigentlich wollte ich euch auch eigentlich was ganz anderes noch zeigen, um den DS drumherum. Ich habe nämlich Fotos von dem Zusammenschrauben gemacht und die seht ihr jetzt. Und damit ich die live kommentieren kann, mache ich mir die auch mal eben nebenbei an. So, als erstes seht ihr halt den DS, wie wir ihn auseinanderschrauben, hinten das Batteriepack raus und dann die, ja, Batterie raus und Schrauben raus. Als nächstes dann halt die Unterseite öffnen, da ist die Speicherkarte und meine 3DS-Tasche und dann, so sieht so halt das Innenleben vom 3DS aus. Das ist die eigentliche Platine, aber auch die musste entfernt werden, weil darunter, wo das Display ist, darunter sind die Kontakte, die man braucht, um diese Karte anzulöten. Dann haben wir das Ganze angelötet mit dem Flachbandkabel. Das ist nicht meine Hand, das ist die von meinem Bruder, der hat mir das gemacht. Ich habe ihm psychisch zur Seite gestanden. Ja, dann haben wir das Ganze festgelötet und dann wurde das Ganze einfach wieder zusammengebaut. Ja, super. Ja, ich habe von den letzten zwei Schritten, da musste noch was rausgefräst werden, keine Bilder gemacht, weil es erst nicht lief. Und ich hatte so Sorge, dass der ganze DS im Arsch ist. Aber ich hatte Glück und dann brauchte man nur noch die Software installieren und es lief. Wunderbar. Deswegen kann ich Pokémon aufnehmen oder Mario Kart oder was auch immer. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und dann sehen wir uns morgen zum, was ist dann, der 8.12. Macht's gut, Leute. Ciao.